Kommt ran hier. So, Verkehr ist natürlich jetzt... Verkehr über die Brücke hat natürlich jetzt auch ein bisschen zugenommen. So, Einnahmen sind auch alles noch im grünen Bereich. Das ist okay, das ist alles stabil. Scheint mir jedenfalls so. Ja, scheint sich ja doch ganz gut zu entwickeln. Mal gucken, ob es jetzt hier noch bald Arbeitskräfte dafür gibt. Bin ich doch schon ganz zufrieden. Für diesen Moment. Ja, mal gucken, wie wir das weiter ausbauen können. Ich denke mal, dass wir hier noch weiter Agrarindustrie ansiedeln und da drüben das andere, hier die andere Fläche auch irgendwie dafür parat machen. Wollen wir mal gucken. Also es ist. Also optisch gefällt mir das auch sehr gut, was man jetzt hier gemacht hat. So, da wird direkt groß gebaut. Kurzen Moment, ich brauche noch was zu trinken. Also ein Käffchen nachmachen. So. Kaffee. Kaffee am Start. So. Ah, herrlich. So, das heißt, wir können. Guck. Nicht genügend Arbeiter, aber das hat sich jetzt hier auch alles normalisiert so ein bisschen. Genau, weg sind sie. 12 von 16. Das heißt, wir haben noch riesigen Bedarf an Industrie. Das heißt, dann lass uns doch mal versuchen, dass wir diesem Bedarf auch gerecht werden. Indem wir jetzt vielleicht großzügig dann mal diese Agrarindustrie in Lauf kriegen. Wir verlängern jetzt erstmal den Weg hier so ein bisschen in das rein, also in das sag schon, in den fruchtbaren Boden. Erweitern das so ein bisschen, dass sich da noch mehr Agrarindustrie auch ansiedeln kann. So. Machen wir das Ganze Stückchen für Stückchen. Muss natürlich gucken, so ein bisschen die Waage halten auch, weil da werden bestimmt gleich elendig viel Arbeitskräfte wieder benötigt. Das heißt, können ja eigentlich direkt dann schon wieder auch gleich hier die Wohnsiedlung erweitern. Mal gucken, in welchem Umfang wir das machen. Wir haben jetzt hier auch noch eine riesige Fläche, die wir davon nutzen können. Ja. Machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Agrarindustrie hin. Wasser ist da, ne? Strom müsste durch die angrenzenden Gebäude da kommen. Und dann parallel schon mal direkt hier für entsprechende Wohnflächen sorgen. Das kann man ruhig so ein bisschen offen halten, oder? Ne, wir machen das gleich direkt so. Ah, komm schon. Das sieht nicht schön aus. So? Ne. So. So kann man es machen. Bleibt der Bereich so ein bisschen offen. Kann man vielleicht noch ein paar Büsche oder so reinsetzen. Achso, Wasser. Ja, Wasser muss gemacht werden. Nein, ehrlich. Kleines pisselige Ding da. So, zapp, zapp, zapp und zapp. Man kann ja hier wirklich dann auch ganz entspannt neben Industrie bauen, das einzige, also ohne, dass man jetzt Sorge muss, haben muss wegen Verschmutzung und Krankheiten und so, was es beim normalen Gewerbe ja gibt, glaube ich. Sondern ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob das lärmintensiv ist, steht jetzt nichts dabei, aber naja, lassen wir es im Ort. Ich komme ja sofort, geht sofort los hier, das ist prima. Der Bedarf sinkt an Gewerbe, an Industrie, Agrarindustrie in dem Fall ja. Und die Nachfrage nach Gewerbegebieten steigt. So, wir hatten hier unser Gewerbe angefangen. Da haben wir noch Wohngebiet. Naja, können wir ja hier vorne eigentlich auch noch ein bisschen Gewerbe machen. Da vorne hatten wir alles Wohngebiet gemacht, ne? Ja, dann machen wir jetzt hier noch so ein bisschen Gewerbeflächen. Machen wir da vorne an der Ecke auch noch direkt. Aber noch nicht alles. Das heißt, wir dosieren das gerade nochmal so ein bisschen.
So. Und so. So, Wasser brauchen wir hier auch wieder. Einfach quer rüber, dann haben wir es mit abgedeckt. So. Strom kommt von den angrenzenden Gebäuden. Na, das scheint doch ganz gut anzulaufen. Ja, obwohl hier fehlen noch Arbeitskräfte, ne? Oder nicht? Ja, obwohl da stand eben, ne? 10. Ah, doch. 2 überqualifizierte Arbeit. Okay. Ist das Obst für alle? Mit Schweinen. Aha. Ganz klar, das sind die eindeutig die Apfelschweine. Schwein wandert herum. Ist ja geil. Ja, Obst für alle mit Schweinen und den klassischen Apfelschweinen. Was haben wir hier? Amis Bäckerei. Ja, Öko-Bäckerei dann halt. Speckerei. Na, da passen ja die Schweine da wieder dazu. Ne? Von wegen Obst für alle. Richtig vegan ist das aber dann bestimmt auch nicht, um da mal auf der Schiene bleiben zu machen. Hier haben wir eine Obstplantage. Hier haben wir eine Obstplantage. Was haben wir hier? Brot und mehr. Ja, Bäckerei nehme ich da mal an. Was ist das hier? Auch eine Obstplantage. Okay. Aber was mir auffällt, das sind weitestgehend fast alle mit überqualifizierten... Gehst du jetzt weg? Überqualifizierten Arbeitskräften. Nase juckt. Guck mal, da stehen tatsächlich Autos. Ist das ein Elektroauto? Nee. Kombi geparkt. Der steht auch nicht auf dem... Ich bin ja mal gespannt. Gibt es hier überhaupt schon Elektroautos in der Stadt? Und wieso Oberschule? Naja, mal gucken. Mal schauen. Sind das Elektroautos? Nein, Sportauto. Aber die kaufen brav beim Ökomarkt ein. Ist gut. Einen Schluck Kaffee. Kaffee. So. Was ist das hier? Öko-Supermarkt. Siehst du? Ah, jetzt kommen die guten Sachen. Healthy Weeds. Soy und Lentils. Mutis Blumenkohl heißt der Laden. Alles klar. Das Öko-Zentrum. Was auch immer es tut. Ein Zentrum für Ökologie. Warum nicht? Sieht auch so wie Starbucks. Oder? Ja? Na. Machen wir nochmal Hilzewitz. Mach mal einen Ökomarkt. Fair gehandelter Kaffee. Jawohl, Fair Trade Kaffee. Kaffee. Nichts geht ohne meinen Kaffee. Also ich bin da echt wirklich so. Also wenn ich morgens nicht einen Kaffee zum Start getrunken habe, dann bin ich nicht wirklich gesprächsfähig und auch nicht wirklich gesellschaftsfähig. Also ich denke mal, ohne meinen Kaffee kann ich schon teilweise arschig werden. Ah, geht weiter. Der fairste Kaffee von allen. Also die Ähnlichkeit mit dem Starbucks-Logo ist doch schon gegeben irgendwo, oder täuscht das? So, was haben wir hier? Sustainable Cuisine. Bio-Teeladen. Bio-Teeladen mit Gemüse. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal so hin. Oder hinten. Oh, oh, oh. Wir haben ein Müllproblem. Recycling Center. Wo packen wir das hin? Das passt doch thematisch sehr gut. Recycling. Eigentlich wollte ich das nämlich nicht so gerne hinzimmern. Aber wir müssen es ja tun. Und es fehlen Arbeitskräfte wieder. Das Müllthema ist echt ein großes Thema. Komm, wir packen das mal hier hin. Bisschen abseits. Gucken, ob es dann auch seinen Zweck erfüllt. Ach, die Jungs brauchen auch Wasser und Strom, ne? Wasser haben sie. Strom hat er auch. Perfekt. Und da rollt die Recycling-Karawane los. Eins, zwei, drei... 4,
5, 6. Hauptsache, die fahren da hinten noch in das Gebiet rein und nicht erstmal rüber auf die zu den anderen Stadtteilen. Nee, ne? Die fahren dran vorbei. Alle? Ernsthaft? Leute. Ah, hier fährt einer ein. So, hier fehlen noch Arbeitskräfte im Ökomarkt. Ja, aber es dürfte, es ist der einzige Laden bisher noch, ne? Dann geht das ja. Dann geht das ja. So. Holen die auch den Recycling. Oder holen die Bio-Treibstoffmüllwagen auch den Recyclingmüll da ab? Oder den Müll da ab? Tatsächlich. Oh, im Auge behalten. Was der für eine Tour fährt. Ja, ich hab's gesehen. Halt an. Huch. Ja, ja doch. Sieht gut aus. Er hat gerade seine Runde gefahren. Und es wird hier schon weniger, wenn ich es richtig sehe, ne? Da kommt jetzt auch noch einer. Dreht eine Runde. Zack, zack. Die zwei sind weg. Alles klar, der braucht nur durch die Straße fahren. Und damit ist dann auch quasi die Entsorgung getätigt. Na, dann läuft das doch. Müllreserven 16.460 von 300.000. Verarbeitungsleistung 4.800. Die Woche. Ja, mal gucken, was passiert denn dann, wenn das Lager voll ist? Was macht man dann? Einrichtung leer. Oh, da hinten ist auch noch ein Müllproblem. Da hinten brennt es auch noch. Vorhin noch drüber gesprochen, ne? Zack, Einrichtung leer. Das heißt, wir können sie wieder in Betrieb nehmen. Deswegen haben wir, und die kann entleert werden. Mensch, da habe ich jetzt vor lauter Basteln nicht aufgepasst, was mit dem laufenden Betrieb in der Stadt ist. Fatal. So, und die Feuerwehr müssten wir jetzt hier auch nochmal wirklich dann hinsetzen, oder? Obwohl, die Feuerwehr war doch da. Wo kommst du denn her, Kollege? Kehrt zur Feuerwache zurück. Mal Schluck Kaffee. Da oben fehlt auch noch Müllentsorgung. Ja, aber es liegt bestimmt daran, dass ich hier gepennt habe. Dass jetzt hier so ein Rückstau aufgetreten ist und dass die sich erstmal den Wolf abfahren müssen. Huch, jetzt ist er weg. Dann war das hier vorne irgendwo die Feuerwache, ne? Geschäftige Kleinstadt. Erreichten sie eine Bevölkerung von 5.500 Einwohnern. Tada! Was haben wir gekriegt? Shoppingstatue. Obwohl, die hatten wir, glaube ich, vorher schon, ne? Statue des Wohlstandes. Haben sie nicht weniger Geld als 500.000? Ich glaube, das haben wir noch nicht. Errungenschaften, Pionier. Ja. Was haben wir jetzt gekriegt? Richtlinien für die Stadtplanung. Okay, aber die hatten wir doch eben schon. Na, egal. Einzigartige Gebäude, Stufe 4. Tourismus und Freizeit. Einzigartige Gebäude. Spezielle Ölindustrie, die werde ich hier nicht angehen. Kostenloser Nahverkehr werde ich mit Sicherheit nicht einrichten. Elektroautos. Jeder Autobesitzer im richtigen Bereich muss zu einem Elektroauto wechseln. Kostet wöchentlich 2 pro Fahrzeug. Was heißt, wir subventionieren das also? Okay. Filter für Industriemüll. Industriegebäude müssen ihren Müll filtern, sodass sie den Boden deutlich weniger verschmutzen. Kostet wöchentlich 2 pro Industriegebäude. Ich glaube, so viele wirkliche Industriegebäude haben wir noch gar nicht. Wenn man sich das mal hier anguckt, ist das eigentlich noch eine überschaubare Größe. Wenn wir das jetzt als Stadtteil mal definieren, ach, Bürgermeister, jetzt aber fällt der Stadtverwaltung nichts Moderneres ein. Als Landwirtschaft, was kommt als nächstes? Pferdewagen? Nein, Elektroautos. Ich probiere das mal. Ist das hier Gewerbe? Also Industrie oder ist das... Ah, das ist Industrie alles. Ja, warte mal, wir machen das mal. Wir probieren das mal. Wenn es zu teuer ist, heben wir die Richtlinie wieder auf. Das ist ganz einfach. So, keine Spezialisierung. Keine Spezialisierung. Keine Spezialisierung. Erstmal einen Stadtteil draus machen.
So. Ja, nicht schön. Na gut, machen wir mal komplett hier alles mit. Gucken, ob wir das finanziert kriegen. Es sind doch eine Menge. Ah, komm, nehmen wir die Deponie mal mit rein. Muss ich ja dann, wenn für alle lohnen, beziehungsweise darf ja dann. Soll jemand holen. Ja, ich weiß, ich hab gepennt. Ich hab gepennt. Die rollen doch schon längst alle. Ja, jetzt sind doch nur noch die letzten Gebäude. Hier, das sah eben viel schlimmer aus. Da ist auch noch was zu. Oh, da. Oh. 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 Oh, oh. Ich glaube, wir müssen das Thema mit dem Müll dann doch noch ein bisschen mehr forcieren. Oh, wir wollen... Ah, so viele Dinge zu tun. Hilfe! Also, dann machen wir hier dann gleich dann nochmal ein Recycling-Center hin. Ich glaube, wir machen mal gerade einmal auf Pause. Damit wir noch mehr Fahrzeuge in den Umlauf kriegen. Das machen wir da oben gleich. Das kostet alles Geld. Wir müssen nur gucken, dass wir gleichzeitig hier auch mehr Einwohner, vielleicht auch normale Einwohner, also Anführungsstrichen, nicht Selbstversorger, reinkriegen und auch normales Gewerbe noch ein bisschen ansiedeln. Das treibt so ein bisschen die Steuern nach oben. Also sprich die Steuereinnahmen. Wir müssen ja auch gucken, dass wir das alles ja irgendwie finanziert und getragen bekommen. Ich hatte zwar angenommen, dass mir das passieren kann, dass ich das durchaus in den Sand setze, weil ich dann den kurzen Moment dann halt mal nicht aufgepasst habe und irgendwie dann zu viel des Guten möchte. Aber bis jetzt, glaube ich, läuft es eigentlich ganz gut. Und es ist gut ausbalanciert. So, da haben wir jetzt noch ein Recycling-Center gesetzt. Wir lassen da auch erstmal dieses eine zusätzlich. Ich weiß, die Fahrzeuge haben zwar ein bisschen längeren Weg für diese Ecken hier, aber möchte das jetzt nicht noch alles verteilen. Erstmal, sondern ein bisschen so halbwegs strukturiert gelassen. So, das Thema Müll hatten wir. Was hatten wir noch für ein Thema gerade? Da, Müll. Müll. Was war das andere? War das... Ja, ich habe mich davon ablenken lassen, ne? So, genau. Der Müll. So, dann Richtlinien. Dann gucken wir doch mal, was wir hier da zusätzlich machen. Genau. Nee, wir lassen das bei keiner Spezialisierung. Nein, das war ja eine Richtlinie. Eine Richtlinie müssen wir ja hier drüber erlassen. Genau. Verteilung, Haus, Recycling. Plastikrecycling. Hä? Wo ist denn da jetzt ein Unterschied? Stadtplanung. Filter für Industriemüll. Okay. Elektroautos, das machen wir. Probieren wir da unten in dem nicht so dicht besiedelten Gebiet. Mal gucken, ob das finanziell... Wir machen erstmal eins nach dem anderen. Mal gucken, ob wir das hier überhaupt finanziell getragen bekommen. Wenn nicht, dann wird die wieder abgeschafft erstmal. Bis wir genügend monatliche Einnahmen oder wöchentliche Einnahmen erzielen. So, hier können wir nochmal munter weiter regulär ausbauen. Mal hier den Eimer auskippen, damit wir ein paar Leute ins Land kriegen. So, kommt ran, liebe Leute. Hier vorne können wir noch ein bisschen Gewerbe ansiedeln. So war das auch, glaube ich, gedacht. Zack, zack. So, das lassen wir ruhig mal offen, weil ich weiß, dass wir hier irgendwann das Thema mit der Autobahn, mit dem Verkehr, da müssen wir uns irgendwann drum kümmern. Je größer die Stadt wächst, weil momentan ist das unsere einzige Autobahnanbindung. Und... Ja, stimmt, hier haben wir auch noch eine. Stimmt, ja. Gut, die ist aber noch nicht relevant. Der meiste Verkehr läuft sowieso hier drüber und irgendwann... müssen wir hier diesen Verkehrsknüttel da auflösen und da eine vernünftige Lösung für finden. In welcher Form dann auch immer. Ja, gegebenenfalls müssen wir das dann eh wieder abreißen und neu machen und auch die Brücke vergrößern oder wie auch immer. Weil das hier ist schon, hier ist, ach du meine Güte, hier ist richtig Traffic drauf. Da hat sich, alter Schwede, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wenn wir wüssten, wo der ganze Verkehr hingeht, wo, ich meine, die wollen alle über die Brücke. Es ist die einzige Brücke momentan. Ich glaube, es macht Sinn, über eine zweite Brücke nachzudenken. Warte mal, wie sieht's denn aus mit neuen Gebieten? Da hatten wir doch jetzt ein schnuckeliges Angebot gekriegt, dass es neue Flächen gibt. So, wie kann uns das helfen? Das haben wir schon, wenn wir das dazu holen.
Ja gut, erstmal mal das Thema mit dem Verkehr müssen wir hier lösen. Nee, lassen wir. Machen wir später nochmal. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht hier noch eine zweite Brücke aufmachen. Beschwert sich jemand über Lärm? Kranke Bürger. Jung, ja, das ist wahrscheinlich wegen der Lärmbelästigung hier, ne? Ich meine, die erzeugen einen gewissen Lärm. Aber können wir jetzt erstmal keine Rücksicht drauf nehmen. Gegebenenfalls reißen wir sie auch ganz ab, fällt mir gerade ein. Weil durch das zweite Ölkraftwerk haben wir eigentlich genug Strom am Start. Ja, haben wir. So. Verkehr, ja, das geht, alter Schwede, das geht gar nicht. Ich würde sagen, wir ziehen mal hier eine zweite Brücke rüber. Ist das denn überhaupt sinnvoll? Müssen die überhaupt dahin oder macht es nicht Sinn, hier was zu tun und die zweite Brücke irgendwo auf der Seite zu setzen? Oder hier? Weil ja, die versorgen ja am meisten das Gewerbe irgendwo, ne? Wenn ich das richtig mal interpretiere. Wir probieren das einfach mal. Damit. Ups, Wasser, falscher Knopf. Wir bauen von hier aus mal eine Brücke rüber, um den Verkehr ein bisschen zu entlasten. So. Nein, ich habe tatsächlich. Nein. Nicht nutzen. Ich habe einen Feldweg genommen. Nein, das sollte schon Asphalt sein, Leute. So, jetzt aber nochmal. Schlupf. So, mal gucken, wie lange die KI braucht, bis sie merkt, dass es einen zweiten Überweg gibt. Mal gucken, wie das genutzt wird. Ansonsten. Ah ja, guckste. Es fängt schon an, ja, aber der alter Schwede, ist das hier viel Verkehr. Ich möchte da jetzt auch keine zweispurige, also vierspurige Straße draus machen erstmal. Weil ich noch im Glauben bin, dass man das so gehandelt kriegt. So, der Verkehr hier von der Autobahn, der ist ja auch noch eigentlich human. Es knüdelt sich hier manchmal so ein bisschen aufgrund der Verkehrsregelung, aber es sind noch keine Ampeln hier in den Kreuzungen, oder? Sondern hier gilt einfach nur rechts vor links. Das ist auch gut so. Das ist gut so. Bei meinem Solo-Spiel habe ich nämlich festgestellt, dass das eigentlich besser ist als eine Ampelregelung. Eine Ampelregelung veranlasst ja dann doch das Fahrzeug dazu und die Fahrzeuge dazu stehen zu bleiben, auch wenn sie fahren könnten und frei wären. Deswegen ist das eigentlich ganz praktisch, wenn man das so macht. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Verkehrssystem, dann werden rechts vor links Regelungen, also Kreuzungen ohne Ampel gesetzt, wenn das Straßen gleichen Ranges sind. Was mal so auszudrücken. Na, guck mal, hier der Stau hat ein bisschen rückgenommen. Genau, dafür verteilt sich der Verkehr jetzt auch auf die zweite Brücke. Das ist also prima, dann ist der Plan in der Hinsicht schon mal so ein bisschen aufgegangen. Aber dann kann man auch mal gucken, wieso der Verkehrsfluss ist, wo die hinfahren. Guck mal, das sind hier Trecker hauptsächlich, die von unseren... Ja, nicht nur... Huch. Guck mal. Ach, guck mal, der exportiert wirklich, der geht ganz raus. Das ist ja... Das ist spannend. So, was haben wir sonst noch? So, Verkehr hat sich aufgelöst. So, natürlich ist jetzt hier richtig was geboten. Auf dem Abschnitt. Ja, haben wir wahrscheinlich gerade Rush Hour, so wie es ausschaut. So, die Finanzlage ist übrigens immer noch klasse, um das mal so auszudrücken. Da hinten fehlt es an Wasser. Wieso? Oh, Abwasserklärung. Oh, wir müssen mehr pumpen. Oh. Dann mal schnell. Guck mal hier. Pass auf, wir gönnen uns das jetzt. Wir machen das jetzt hier mal alles schön sauber. Ja, wir wollen das ja... Wir wollen ja eine saubere Stadt sein. Das haben wir uns ja jetzt vorgenommen. Und dem zu... Na komm, docken wir dich mal hier an. Und dann werden wir dich jetzt abreißen, nachdem die andere angesprungen ist. Na komm. Hallo Strom? Ja, läuft. Warum? Ah ja, alles klar. So, einmal den Bagger. Kabum. Yep, ich möchte und setze dafür direkt aber auch gleichzeitig eine neue Entsorgung. So.